Wir sind hier momentan an so einer Käsebude hier. Also gibt es ganz super ultra Fisch und Käse. Lass mal einen Kaiser probieren. Also frisch ist der bestimmt nicht. Hier ist ein Kaiser. So haben wir mir auf jeden Fall empfohlen. Das ist ein Kaiser. Ja. Der war heftig. Der hat einen 5 Jahre alten Käse da. Der Kaiser ist gut. Ich probiere jetzt mal den Liebeskäse. Liebeskäse ist super. Liebeskäse ist nicht so meins. Kaiser ist meins. Hast du schon mal das kenne ich irgendwoher. Jetzt muss ich mal Moorkäse probieren. Jetzt probiere ich auch mal Moorkäse. Moorkäse heißt der. Ich filme mal die Schale. Moment. Ist der Moorkäse gut? Was? Und dann noch einen anderen, 17-prozentigen. Boah! Mal! Boah! Probier den mal! Ey, dann schießt du die Füße weg! Alter Schwede! Probier den mal! Bitte! Sven probiert jetzt 17-prozentigen. Ja, hau mal rein! 4 Stunden später? Immer dann will ich die Reaktion von dir sehen. Hier. Ja, hallo, guten Morgen! Hallo! Moin! Hallo, komm ich da auch noch mit drauf auf den Film? Ja, gut, ist ja gut. Hier, das ist der Autopilot. Autopilot? Oh, nein, das ist eine Videokamera, kein Autopilot. Da leuchtet ja gar keine Lampe. Ja, jetzt nehme ich gerade auf. Ja, guck mal, aber erzähl mir was. Wenn da keine Lampe leuchtet, nimmst du noch nicht auf. Doch. Hast du denn noch was probiert? Ja. Hier, den 70-prozentigen, der ist der Hammer. Echt? Ja. Meier ist mein Name, Käsemeier ist unsere eigene Sorte, du. Ja. Der ist echt der absolute Hammer. Aber er glaubt nicht, dass es noch schlimmere gibt, ne? Ja, habe ich. Willst du mal probieren? Ich glaube, er muss es probieren. Also ich noch nicht, ne? Schlimmer als den 70-prozentigen. Also pass mal auf, ich habe Weglaufkäse. Milde, scharf und ganz scharf, ja? Und der ist super, der scharf. Boah, den kann man vergleichen mit einem französischen, mit einem Ivoire de Bourgogne. Echt? Bourgogne, ja, der wird auch noch mit Schnaps eingeschrieben, aber meiner nicht. Na, den musst du mal probieren. Es gibt also definitiv einen Käse, der mehr als 17%. Ja, nee, der hat ja auch mehr Geschmack. Der schmeckt auch noch schön, ne? Der ist lecker, der ist aber trotz allem milder. Echt? Ja. Milder als den er. Den musst du aber mal riechen. Ja, guck mal, den musst du mal riechen. Aber der 17% ist definitiv... Boah, das war lecker, ey. Aber der war lecker. Freut sich einer, ey. Der war echt lecker. Alter Schwede, aber trotzdem, der 17% der ist definitiv, so der hat mehr. Pass auf, der hat 17% Fett absolut, ja? Ja. Also er spricht 30% in der Fruchtmasse. Und das ist ein Käse, da kannst du mit Haut und Haaren essen, ja? Du kannst sogar die Rinde mit essen. Ja, ja. Ja. Wo kommst du her? Ich komme aus der Ecke Düsseldorf. Nein! Ja? Düsseldorf? Nein! Wer ist zu Düsseldorf und Düsseldorf geblieben? Das ist schön krank. Ja. Direkt Düsseldorf oder weit weg? Ja, also 25 Kilometer von Düsseldorf weg in Viersen. Das ist noch Viersen, das kenne ich, habe ich mal gelesen. Habe ich mal in der Zeitung von gelesen. Viersen, ja, war ein Unfall, ja. Pass mal auf, ja? Hast du das denn auch hier? Du musst ja hier, hast du das auch drauf? Hier, das da. Was denn? Ja, hab ich drauf. Hast du drauf, ja? Ja. Ja, ich bin Hamburger, weißt du? Ist mir klar, dass du Hamburger bist. Nee, ich bin ein, pass mal auf, Hamburger bist du nur, wenn du in Hamburg geboren bist. Du bist in Hamburg geboren. Ja. Weißt du, das war so in den späten Abendstunden, das 27. Mai. Ja? Meine Eltern, die waren in Hamburg im Kino. Dann fahren sie nach Hause, Tänzchen in der Landstraße. Ja? Kommen sie am Heidberg-Krankenhaus vorbei, Mutter so im Bauch. Ja? Dann sagt Papa, du, sagt er, ihr musst auch mal her. Verstanden? Da musst du auch bald hin. Ja!
So, und dann sind die weitergefahren worden auf 10 Kilometer bis nach Hause und dann waren sie eben zu Hause. Ne? Sagt Mutter, du kannst umdrehen, geh los. Ja, so ist das entstanden. Du bist so entstanden. Nee, also, ich hab nicht rausgekommen. Ne? Ich hab ja vorher kräftig geputzt und getrampelt. Ne? Das wurde ja auch Zeit. Ne? Herrlich. Ja, das ist auch noch ein hier, was mir einfällt, guck mal, du hast ja gesagt, du musst doch was, ich hab noch einen, der ist noch besser. Alter, ey, du gehst mir hier halt momentan, ne? Das ist für mich ja. So, komm her hier, ja. Den musst du erst riechen und dann essen, ja? Okay, alles klar, warte. Den musst du erst riechen und dann essen. Doch nicht an die Nase. Mama. Ich kann so nicht genießen. Warte. Ruhe. Ja. Hm. Alter Schwede, ey. Meier ist mein Name, Käsemeier, nicht alter Schwede. Das ist geil. Weißt du, wie der heißt, den du gerade gegessen hast? Definitiv nicht alter Schwede. Donner ist. Der ist richtig lecker. Also Donner, wenn er probiert, das ist so. Gehen wir mal dein Schlepping, das ist in der Sprache. Aber hier vorne, ja. Vorne rein. Ja, ja, die vorne rein. Also, pass mal auf, viele fragen sich immer so, wie die Namen entstehen. Ja, fragen sich immer viele. Ja, so. Wir haben ja auch Europakäse im Angebot. Ja, Europakäse, das ist so ein Rumi-Käse, so ein Sahne. Wow. Auf eine Fülle. Boah, was ist das? Europakäse, der heißt Käse zurückzukommen, also Europakäse. Wie gesagt, so ein milder Lieblingskäse, den nennen wir Europakäse, der wird in ganz Europa gegessen. Ne? Ich war ja auch schon in Holland und habe da Käse verkauft. Sogar die Holländer essen den Käse. Ja? So, und jetzt zu dem Donnerwetter zu kommen. Ja, pass auf. Du hast übrigens Käse. Also, wenn wir jetzt mal Europa, wer ist Europa? Wer ist Europa? Wer ist Europa? Hier, wir sind Europa. Nein, wir gehen jetzt mal in die Mythologie, ja? Europa, das ist unsere die Friedensgöttin, ja? Hast recht, ne? Kennst du, ne? Ich habe den Namen schon mal gehört. Sie ist Europa, bei ja. Die Friedensgöttin, das ist Europa. Ja? Deshalb heißt das Europa. Und die hat ja einen Freund, ne? Europa hat ja einen Freund, ne? Kennst du den Freund von Europa? Ne? Ja, der Zeus. Genau, Götter, ja, Vater, Götter, Vater, mit dem Schwarm, ne? Götter, Vater, Zeus ist der Freund von Europa. Aber der hatte ja einen Nebenbuhler. Wer war das? Wer war der Nebenbuhler von Zucker? Ares, ne? Nein, Taurus. Taurus, okay. Ja, Taurus. Der Taurus, das ist dieser Pferd mit dem Menschenkopf. Das ist Taurus. Und der hat Europa entführt. Und darüber, da war Zeus so böse, ne? Und seitdem gibt es Donnerwetter. Donnerwetter! War das der, den wir gerade probiert haben? Das war der. Der war echt super lecker. Hammerhaft. Aber pass mal auf, der ist ja nun. Der ist cremig. Mittwoch machen wir den wieder frisch. Und dann ist er so richtig so herrlich. Guck mal, ich will die Kugel so, so zergeht auf der Zunge so diese Nuance Blauschimmel mit drin. Herrlich. Der ist natürlich schon ein bisschen älter jetzt. Dann wird er mal schärfer. Augen.